Wenn Sie sich für Gesundheitsthemen interessieren, haben Sie sicher schon von klinischen Studien gehört. Und Sie wissen vielleicht auch, dass mit Ihnen herausgefunden werden soll, ob ein neues Medikament wirksam und sicher ist. Wenn sich Experten über klinische Studien unterhalten, fallen Ausdrücke wie doppelblind, randomisiert, multizentrisch oder adaptiv oder auch studienarme, statistische Signifikanz, Bias bzw. Verzerrung, Interims- bzw. Zwischenanalyse und vor allem Studienergebnisse. Ein komplexes Feld. Worum geht es hier? Klinische Studien werden durchgeführt, um Antworten auf bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen bei der Medikamentenentwicklung zu bekommen. Zum Beispiel, welche Nebenwirkungen hat ein Medikament? Kann es eine Krankheit, zu deren Behandlung es dienen soll, lindern oder heilen? Ist es wirksamer als existierende Medikamente? Kann es sinnvoll mit anderen Medikamenten zur Behandlung dieser Krankheit kombiniert werden? Diese Fragen müssen anhand von wissenschaftlich fundierten Daten beantwortet werden. Die Wirkung eines Medikamentes kann von verschiedenen Faktoren abhängen und beispielsweise durch beteiligte Patienten oder Ärzte beeinflusst werden. Studien sind so aufgebaut, dass diese subjektive Verzerrung der Ergebnisse nicht geschehen kann. Zunächst bestehen die meisten Studien aus mindestens zwei Studienarmen. Das heißt, die Patienten eines Arms erhalten das Prüfpräparat, die des anderen Arms eine Vergleichsbehandlung. Dies kann ein bewährtes Medikament oder ein Placebo, also eine Scheinbehandlung ohne medizinische Wirkung sein. Die meisten Vergleichsstudien werden doppelblind durchgeführt. Das heißt, weder Patienten noch Ärzte wissen, wer welches Medikament oder das Placebo erhält. Die beiden Produkte zur Behandlung müssen daher exakt gleich aussehen. Die Patienten, die an einer Studie teilnehmen, werden randomisiert. Sie werden mit einem System, das auf einem Zufallsprinzip beruht, einem der Studienarme zugewiesen. Die Antworten zu den wichtigsten Studienfragen liegen im Unterschied der Ergebnisse aus den Behandlungen in den verschiedenen Studienarmen, die durch eine statistische Auswertung bewertet wird, um die Bedeutung des Unterschieds näher zu beleuchten. Um sicherzustellen, dass die Antworten auf alle Fragen ausreichend untermauert sind, muss an einer Studie eine angemessene Anzahl von Patienten teilnehmen. Wie hoch diese Anzahl ist, hängt davon ab, welche Parameter untersucht werden. Daher sind an vielen Studien mehrere Krankenhäuser in mehreren Ländern beteiligt. Durch diese multizentrischen Studien wird dafür gesorgt, dass die Studienergebnisse möglichst objektiv und repräsentativ sind. Schon vor dem eigentlichen Abschluss einer Studie können bereits viele Daten ausgewertet werden, sodass eine Interims- bzw. Zwischenanalyse möglich ist. Dabei kann sich herausstellen, dass Änderungen der Dosierung, der Patientenzahl oder der Auswahlkriterien für Patienten vorgenommen werden müssen. Studien, bei denen solche Änderungen möglich sind, werden adaptive Studien genannt. Eine gut aufgebaute Studie liefert in jedem Fall eine Antwort auf die gestellte Studienfrage. Dies ist das Studienergebnis. Ergebnisse können positiv oder negativ ausfallen. Es kann vorkommen, dass ein Medikament nicht den erwünschten therapeutischen Effekt hat. Doch auch in diesem Fall kann die Studie Erkenntnisse zum Medikament liefern, wenn die Antwort eindeutig ist und alle Daten fundiert erscheinen. Sowohl positive als auch negative Ergebnisse können dazu beitragen, in welche Richtung die Forschung als nächstes einschlagen sollte. Ein negatives Studienergebnis bedeutet nicht, dass eine Studie gescheitert ist. Es ist lediglich ein Hinweis darauf, dass weitergeforscht werden muss.